Ja, liebe Leute, und hallo und herzlich willkommen zurück und so weiter und so fort. Und ich weiß gar nicht, wie ich die Folge hiervor beendet habe. Damals. Das hat auch seinen Grund, dass ich das so sage, weil diese Folge ist nachsynchronisiert. Und auch die nächste und ich weiß nicht, die übernächste. Ich sage in der Folge, die nicht mehr nachsynchronisiert ist, die erste, die wieder regulär so stattfindet, wie sie live abgelaufen ist, da sage ich das auch. Aber das hier ist jetzt erstmal, also es wird für 1, 2, 3, vielleicht 4 Folgen nachsynchronisiert sein. Und ich bin schon gedanklich aus diesem Let's Play komplett raus, muss ich sagen, zu diesem Zeitpunkt. Also, was heißt komplett raus? Ich weiß natürlich, wo wir sind hier und was wir gemacht haben. Wir haben heute den 24.04. und ich habe das Let's Play, glaube ich, am 16.04., also knapp vor einer Woche, abgeschlossen. Und ja, bin gerade so dabei, die letzten Folgen zu rendern und dann entsprechend hochzuladen. Und wir waren, glaube ich, stehen geblieben und wollten gucken, wie wir da rüber kamen. Und das habe ich jetzt einfach mal gar nicht gerade erwähnt, wie wir das gemacht haben. Ich hoffe, ihr habt es gesehen bei meiner Laberei. Super, in den Tod gesprungen. Nein. Wir sind quasi auf die Ecke dieses Steins gesprungen da hinten und da hat der, daher hat das geklappt. Das wollte ich natürlich sagen und nichts anderes. Ansonsten bin ich ehrlich mit euch, ich weiß nicht so wirklich, was ich euch erzählen kann. Mal schauen, also ich werde das jetzt hier, wie ich halt bin, ihr kennt das ja mittlerweile von mir, zumindest die, die mich schon etwas länger gucken, dass ich relativ improvisierend drauf bin und spontan und solche Sachen. Und deswegen mal gucken, was wir hier was machen. Also wundert euch nicht, falls ich euch jetzt hier nicht was weiß ich wie erzählen kann vom Spiel. Ich kann euch versichern, zu diesem Zeitpunkt, falls ihr das Spiel noch nicht kennt. Was war das denn für eine Aktion? Falls ihr das Spiel noch nicht kennt, viel kommt nicht mehr. Also das Let's Play wird nicht mehr so lange gehen. Ich vermute mal, ich weiß es noch nicht auswendig, aber es müssten so um die 130 Parts, ein bisschen mehr vielleicht werden. Ich glaube, es werden mehr, vielleicht so 135 oder vielleicht so 140, ich glaube nicht, obwohl, ich weiß es nicht. Ich erzähle wieder Stumpfsinn, ist ja nichts Neues. Ja, wo waren wir hier überhaupt? Wo mussten wir jetzt hin? Ich glaube, ich weiß es. Und ich habe mich, glaube ich, immer schwer getan mit den drei, mit den Mücken. Da dachte ich, oh, jetzt ist ja alles vorbei. Und da kam da so ein Riesenskorpion und hat mich einfach mal kackendreist abgestochen. Und ich wusste nicht, glaube ich, dass der auf diese Steinblöcke da vorne kann. Ich hätte gedacht, dass der in seinem Weg da zwischen den Pyramiden gehen kann. Ja, ist ja klar, aber dass der hier auch auf diese schrägen Steine kann, das ist also... Also, nee, ich weiß nicht. Irgendwie, das gehört reklamiert, finde ich. Bei der Skorpion-Schutzbehörde irgendwie, ich weiß es nicht. Das ist nicht rechtens. Dann müssen wir Ingolenzen einschalten. Das war auch wieder eine totale Glanztat von mir. Aber da kann ich echt nur noch selber drüber lachen, wenn ich das jetzt hier sehe. Ich bin echt gespannt, liebe Kimi, wie viele Tode du mir, verbuchst. Für die Leute, die es noch nicht wissen. Obwohl die, die es eigentlich regelmäßig gucken, dieses Let's Play, die müssten es eigentlich wissen. Liebe Kimi Kanale, die übrigens auch selber Let's Playerin ist und auch unter anderem Obscure 2, glaube ich, Let's Played hat und momentan Tomb Raider, was war denn das für eins? Legend oder so? Auf jeden Fall, was möchte ich sagen? Guckt da mal rein, also es lohnt sich auch. Sie macht das echt gut. Ich habe es ja so ein bisschen zum Let's Playen gebracht damals. Deswegen ist das immer so mein Let's Player-Ziehkind. Die liebe Kimi ist wirklich eine ganz liebe, ja. Nee, ganz im Ernst, also die macht das schon echt gut. Könnt ihr euch auf jeden Fall angucken, falls ihr auch gerade nach weiblichen Let's Playerinnen Ausschau haltet und nicht nach männlichen Let's Playerinnen zum Beispiel. Soll es ja vielleicht auch geben, ich weiß es nicht. Will ich das wissen? Ich weiß es nicht.
Und ich rede so einen Stumpfsinn gerade. Es ist unglaublich. Ja, jedenfalls, das gerade mit dem Stein. Dass man den da herschieben kann. Ich glaube, das ist eine der fiesesten Stellen im ganzen Spiel. Auch im Nachhinein, weil das etwas ist, worauf man vielleicht nicht unbedingt kommt. Also auf andere Sachen kann man kommen mit ein bisschen Zeit und mit ein bisschen Rumgestöber. Ach so, ich gehe mal dahin und guck mir das an. Oh, so funktioniert's, so nach dem Motto. Aber bei diesem Stein gerade, da ist das irgendwie nicht so. Weil das kann man, ja, weiß ich nicht. Das ist nicht so offensichtlich, wie andere Sachen es dann doch im Nachhinein sind. Wo man erst dachte, oh nee, das komme ich, da wäre ich ja nie drauf gekommen. Und was, bleibe ich jetzt da stehen? Ich habe, glaube ich, habe wieder philosophiert, glaube ich, was da unten kommen könnte. Anstatt einfach mal dahin zu gehen und zu gucken, was kommt. Nein, da muss der Dave natürlich wieder, der Vergangenheits-Dave muss natürlich wieder philosophieren. Das könnte da kommen. Warten wir mal ab. Ja. Das war auch ein Spaß, war das. Übrigens, wenn ich sage, das ist ein Spaß, dann meine ich das natürlich rein ironisch und überhaupt. Ich sag das lieber nochmal dabei, weil viele Leute Ironie ja nicht so ganz erfassen können. Das ist so ein kleines Labyrinth, wo ich ehrlich gesagt den Weg zufällig gefunden habe, durch ein bisschen ausprobieren, werdet ihr jetzt gleich auch sehen. Manchmal gehen diese Steinblöcke runter, manchmal nicht. Und es gibt jeweils vor und hinter manchen, ich glaube, ja, manchen Steinblöcken war es, Steinwänden, da gibt es so Reingreiflöcher, wo Lara wieder was rausziehen kann oder so ähnlich. Natürlich auch nicht unbedingt immer nur so gute Sachen. Ja. Gerade eben hatte ich so eine leichte Asynchronität im Sound und im Video, in der Videowiedergabe. Ich weiß nicht, ob das hinterher auch so ist. Geht's gerade, geht's wieder. Da sieht man so ein Loch. Und das wird wieder ein Spaß, das hinterher anzugleichen mit meinem Sound, den ich hier gerade nachspreche und dem eigentlichen Spiele, mit der eigentlichen Spieleaufnahme. Das ist immer ein bisschen schwierig. Ich kann euch das jetzt einfach mal technisch erklären. Während ich da gerade nach dem richtigen Weg suche, wo ich einfach rein zufällig irgendwie rumgegangen bin, genau, da sind mir diese Löcher aufgefallen. Und, ach, Skarabäen, ach, ist das nicht toll, du, die hatten wir ja schon lange nicht mehr, unsere lieben Haustiere. Nee, was wollte ich jetzt sagen? Ach ja, genau, ich gucke mir das ja gerade mit dem, mit einem Player von Windows an, den ich aus werbetechnischen Gründen nicht nennen möchte, und der macht immer eine kurze Pause zwischen den einzelnen Videoparts. Da muss ich ein bisschen weiter zurückgehen für die Leute unter euch, die ja, mit dem Let's Play machen und nicht unbedingt so vertraut sind, die selber keine Let's Plays machen oder sowas. Ich nehme meine Videos ja mit Fraps auf und das kann man seit der neuesten Version kann man einstellen, dass man ein komplettes langes Video, ein einzelnes Video, eine einzelne Datei aufnehmen möchte. Vorher war es auch gang und gäbe, dass man immer so, ja, dass Fraps immer so splittet. Sprich, alle 4 GB schneidet er das Video ab und er beginnt eine neue Videodatei. Das merkt ihr im Nachhinein nicht, wenn ich das zusammenrendere, aber so habe ich jetzt zum Beispiel von einem Let's Play 5 einzelne Videodateien, die alle so um die, ach ich weiß nicht, 3 Minuten lang sind oder sowas im Schnitt vielleicht. Und auch so 3 bis 4 GB. Wahnsinn zumindest mal, als ich das letzte Mal geguckt habe irgendwann. Jedenfalls, habe ich... Was ist jetzt?
Es stockt. Achso, ich bin ja auf die Windows-Taste gekommen wahrscheinlich. Jedenfalls habe ich das so eingestellt gelassen, dass er das splittet. Aus dem einfachen Grund, weil wenn das ein komplettes Video ist und es da zu irgendwelchen Asynchronitäten kommt, aufgrund von Platzmangel auf der Festplatte oder ähnlichen Sachen, das ist alles schon vorgekommen, dann ist das wesentlich schwerer zu beheben, als wenn man 4 einzelne Videos hat, die man vielleicht so ein bisschen einfach nur angleichen muss. Denn bei jedem neuen Videostart synchronisiert sich das wieder neu. Das ist jetzt gerade sehr technisch, was ich euch erzähle, ich weiß, und für die Leute, die es nicht interessiert, tut mir das auch gerade etwas leid, aber ich brauche halt irgendeinen Gesprächsstoff, den ich euch hier erzählen kann. Ja. Und was wollte ich jetzt eigentlich ursprünglich damit sagen? Ach genau, und diese einzelnen 5 Videos jetzt von dieser Folge, die ich mit einem Windows-eigenen Player wiedergebe, dazwischen ist mal so eine 2- bis 3-sekündige Pause. Die weiß ich natürlich vorher nicht unbedingt, wann die kommt und laber dann weiter. Und das passt natürlich dann hinterher nicht mehr zu der Wiedergabe von dem, was ich gerade erzähle. Von der Synchronität her. Deswegen muss ich das hinterher wieder anpassen und vielleicht hier ein bisschen wegschneiden von meiner jetzigen Nachsynchronisation. Und ich laber gerade in den Musikteilen auf. Aber die haben wir eben auch schon mal gehört, von daher. Jetzt ist sie eh vorbei, also hätte ich es eh nicht ändern können. Ja. Also nur, um euch das mal so ein bisschen zu veranschaulichen, dass das auch schon so ein kleiner Aufwand ist. Und auch generell das Let's Play für vielleicht Außenstehende, die sich so ein bisschen mit dem Thema beschäftigen, wesentlich einfacher zu realisieren aussieht, als es eigentlich ist. Also man muss schon ziemlich Zeit auch reinstecken mitunter. Ne? Also das fängt damit an, dass man so ein Thumbnail, ich mache ja so Thumbnails, das sind diese Vorschaubilder, wenn ihr ein neues Video von mir in eurer YouTube-Startseite seht oder wo auch immer, dann seht ihr immer zum Beispiel jetzt im Moment Tomb Raider und oben links steht dann so eine rote 100, das müsste jetzt 127 sein, glaube ich. Und solche Sachen. Und das alles immer zu machen, das muss man extra machen, dann muss man die Audiospuren, beziehungsweise die Audiospur von meinem Kommentar, den ich aufnehme, mit der Video- und Audiospur vom Spiel zusammenfügen, synchronisieren. Dann muss man das so ein bisschen anpassen hier und da, wenn es vielleicht nicht passt. Und dann muss man das rendern und dann, ja dann, liebe Leute, wenn das fertig gerendert ist, guckt man mal drüber. Zumindest sollte man das, ob es was geworden ist. Und falls ja, lädt man es hoch. Das kann dann auch wieder eine ganze Zeit dauern mit meiner Leitung, die ich hier gerade habe, bei mir in der Wohnung. Da bin ich auch noch am Überlegen und am Schauen, ob ich die nicht so ein bisschen aufstocken kann. Das in Anführungszeichen Problem ist, dass ich, als ich hier eingezogen bin vor einem Jahr, ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen von mir privat jetzt hier, ich hoffe, das stört euch nicht, da konnte ich nur einen Anbieter wählen und hier haben wir einen Endgegner, genau. Und der bietet uns, was bietet er uns an? Eine kongeniale Überleitung, ich weiß. Nee, ist es nicht. Eher nicht so ernst gemeint von mir. Genau, er hat uns da. Genau, der hat mich daran gehindert, das Ding da abzupflücken. Das war voll die. Das war echt eine Sauerei. Das Blöde ist, man kann ihn doch nicht besiegen. Also, man kann auf den schießen und was weiß ich was alles. Es bringt nichts, er ist unbesiegbar. Der Arschgeier. Und jetzt hat sie es gemacht. Wenn sie es einmal die Interaktion gerafft hat, dann macht sie es. So. Jo, und jetzt schnell abspeichern und wieder zurück, glaube ich. Das war so der Plan. Ich muss mal eben gucken, welches Videofile das ist. Eins habe ich noch, dann müsste es schon wieder Schluss sein mit dieser Folge. Ja. Und da konnte ich nur einen Internetanbieter wählen und auch nur die 6000er Leitung. In Anführungszeichen nur, weil das für, ja, ich sag mal, den Otto-Normalbenutzer, der so ein bisschen im Internet surft, vollkommen ausreichend ist. Der jetzt auch nicht unbedingt Videos auf YouTube oder auf anderen Seiten guckt. Aber für mich wäre es natürlich schon schöner, zumal ich von meinen Eltern zu Hause, wo ich dann auch mal ab und zu an den Wochenenden oder so bin, eine 50.000er Leitung gewohnt bin. Deswegen ist das schon ein kleiner Unterschied. Zum Vergleich, wenn ich jetzt bei meinen Eltern eine 15 Minuten Folge hochladen möchte, dann dauert das vielleicht so um die 20 bis 30 Minuten. Wenn ich hier eine 15 Minuten Folge hochladen will, dann kann das locker flockig mindestens 2 Stunden dauern, wenn nicht 3 Stunden.
Und ja, in der Zwischenzeit kann ich auch nicht viel anderes machen, weil dadurch, durch den Upload, meine Internetleitung natürlich auch so ein bisschen ja, eingeschränkt ist, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Zwischenzeit andere Videos gucken will oder ähnliche Sachen machen will. Und jetzt ist, glaube ich, Schluss mit lustig und deswegen sage ich jetzt einfach mal Tschüss bis zur nächsten Folge, die ich auch wieder nachsynchronisiere. Oder kommt jetzt noch was? Hier ist, glaube ich, Schluss für diese Folge. Das ist so konfus gerade. Es tut mir leid, liebe Leute, aber ja. Und ich habe irgendwie Sabbelwasser getrunken. Und das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge, die auch wieder nachsynchronisiert ist. Tschüssi.